Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück. Wir haben schon das Jahr 1301. Noch immer ist es Eileen, die Schottland regiert. 64-jährig. Ja, ihr Nachfolger, ich weiß gar nicht, ob der mit den Hufen schon scharrt. Der ist, glaube ich, mit seinen intensiven Studien von was weiß ich beschäftigt. Aber wir haben hier noch einen Bürgerkrieg am Hacken, der aber allerdings kurz vor dem Ende steht, denn auch mit Hilfe der Engländer, aber wahrscheinlich auch ohne sie, ja, haben wir jetzt schon die nächste Belagerung von Finnlaggan erfolgreich geschafft und ein Dschihad um Kastilien ist ausgerufen worden. Oha. Alle rechtschaffenen Muslime werden zu Waffen gerufen gegen Wela den Vierten, den Fröhlichen, wie man ihn auch nennt. Ich weiß gar nicht, gibt es entfernte Verwandtschaftsverhältnisse? In der Tat, er ist ein Neffe von uns. Okay, möglicherweise müssen wir zur Hilfe eilen, wenn diese Sache hier vorbei ist. Welch schreckliche Nachrichten, in der Tat. Und niedere Titel sind zu vergeben. Das machen wir ein andermal. Jetzt kümmern wir uns lieber um die Belagerung. Und währenddessen ist dabei Königin Eileen immer noch beschäftigt damit, zu versuchen, die Bibel zu entziffern. Die Bibel enthält alte Texte und es wäre sinnvoll, diese intensiv zu studieren, um die vielen Mysterien der katholischen Religion zu verstehen. Und wisst ihr was? Ich glaube, im ganz hohen Alter, in ihrer Form der Besessenheit, beschäftigt sie sich jetzt doch intensiver damit. Bisher hat sie das ja in ihrer etwas zurückgebliebene Naivität, ja, eher abgelehnt, so tief einzusteigen in die Texte. Aber jetzt wird sie das tun. Und ich bin gespannt, was sie dort herauslesen wird. Vielleicht sehnt sie sich auch heimlich nach einer, ja, nach einer Heilung von der Lykanthropie. Ich glaube, so hieß das. Also nach einem Ende ihres Werwolf-Daseins. So. Oh, und das ist ja jetzt eine wirklich historische Nachricht. Nach 100 Jahren im Königreich Schottland wird das Herzogtum Orkney nicht länger als de jure Teil von Norwegen angesehen. Und zwar als de jure Teil von Schottland. Das müssen wir uns doch eigentlich direkt mal genüsslich angucken. Ja, so sieht's aus. Das sind die Grenzen des Königreichs Schottlands, wie es jetzt de jure in aller Welt bekannt ist. Herrlich. Ein weiterer Erfolg, der sich die stolze Königin Eileen vermutlich, den sich die stolze Königin Eileen selbst zugute schreibt und anrechnen wird. Schon wieder gibt es ein Kind. Oh Mann, die sind ja wirklich hier sehr fleißig. Prinzessin Maureen, die Unkeusche heißt sie auch nicht umsonst, glaube ich. Aber zwei dieser Geschwister sind auch schon gestorben. Nun gut, es gibt einen neuen Carbray. Carbray, der ebenfalls einen Fokus bekommt. Und ich glaube, ja, vorhin haben sie es eher aus der Sicht der Eltern gemacht, ne? Ist jetzt die Frage, ob sich Eileen dort einmischt. Ich meinte, sie befinden sich... Wo befinden sie sich eigentlich? Sieht man das irgendwo? Da befinden die sich. Okay, alles klar. Also weit weg. Ich glaube nicht, dass Eileen dort eingreifen wird. Das werden die Eltern selbst entscheiden. Und wir werden das mal aus der Sicht von Maureen machen. Maureen, die selbst Poetin ist, bescheiden, gütig, wohltätig, schüchtern und tapfer. Meine Herren, also was für eine Persönlichkeit, muss ich ja mal sagen. Und da ist noch jemand. Orley. Auf dem Weg. So, dann werden wir jetzt mal was anderes machen. Dann werden wir... Ich glaube, in ihrem Sinne wäre, glaube ich, mal Demut. Genau, Demut. Das ist, glaube ich, kommt eher nach dieser etwas unkeuschen, aber ansonsten moralisch tadellos lebende Dame. So, hier sind schon wieder zahlreiche, wirklich zahlreiche Gegner, aber nicht wirklich ernst zu nehmen. Wir werden
glaube ich, trotzdem erstmal die Belagerung fortsetzen. Wir sind ja auch schon bei 98% angelangt. 99% Kriegsstand. Auch wenn hier immer einzelne Gefechte jetzt erstmal verloren gehen. Aber jetzt kommt das Ergebnis ihrer vermutlich sehr etwas hilflosen, holprigen Studien der Heiligen Schriften, bei der sie viele Nächte verbracht hat. Diese Texte sind voller Wissen und liefern Hinweise auf die wichtigsten Mysterien. Der Herr scheint euch nicht mehr so fern. Oh, sie ist erleuchtet. Uralte Weisheit bekommt sie. Und Religionswissenschaft. Meine Herren, im Alter entdeckt sie noch ganz neue Möglichkeiten und Fähigkeiten. So, und wir sind bei 100%. Obwohl wir gerade die Schlacht verloren haben, kann das sein? Gut, dann werden wir das Ding jetzt hier zu Ende bringen. Die Forderung erzwingen. Und Thomas, der wird eingekerkert. Sehr schön. Und ein weiterer prestigereicher Sieg für Eileen. Puh. Und Sunshine von Munster wird ebenfalls inhaftiert. Und Cantigan ebenso. Alle drei Herzöge. Ja, Thomas, ganz klar. Alle drei Herzöge sind jetzt in Haft. Erstaunlich. Gut. Das gucken wir uns vielleicht mal an. Was würde sie jetzt tun? Was würde sie jetzt tun? Also wir müssen bedenken, sie ist einerseits gütig, andererseits natürlich auch stolz. Und diese Sache, die hat natürlich ihren Stolz berührt. Und sie ist besessen. Würde sie jetzt radikal hier vorgehen? Oh meine Güte, wir haben ja so viele... Wir haben ja so viele Gefangene. Ich glaube, die uns hier relativ fern liegen, die werden wir jetzt einfach mal freilassen. Also hier aus dem Herzogtum Anjou. Da sind jetzt diese Jahre, 3 Jahre im Kerker sind genug. Ich denke, den können wir mit gutem Gewissen entlassen. Sie ist nicht gierig oder so. Geld spielt für sie keine Rolle mehr, gerade in ihrem Alter. Der Bürgermeister von Jiang ist hier schon, oder Gien, ist schon 4 Jahre. Auch den werden wir entlassen. So, und hier haben wir die Herzöge und Louis. Das ist nur ein kleines Licht. Auch der wird einfach aus dem Kerker entlassen. Tja, und der ist noch nicht sehr lange hier. Der ist, glaube ich, erst im Zuge des Bürgerkrieges gefangen genommen worden. Und jetzt ist die Frage. Thomas, unsere Meinung von ihm ist ganz übel, logischerweise. Senshan noch übler und könnte gern ebenso. Was machen wir mit denen? Hinrichten? Oder schlägt er ihre Güte durch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Tja. Ich glaube, wir werden als erstes sie alle ins Verlies werfen. Ich glaube, das ist sozusagen ihre erste Reaktion. Die Hinrichtung, ich weiß nicht. Also der Stolz gebietet ihr das jetzt und ich meine, wenn sie sich irgendwie positiv verhalten und zeigen, dann wird sie sich vielleicht gnädig zeigen. Ansonsten ist es eher die Besessenheit, die dann zum Tragen kommt. Okay, die Truppen können wir hier mal wieder nach Hause schicken. Die können wir auflösen. Und damit sollte dieser unselige Bürgerkrieg und überhaupt die ganzen Unruhen im eigenen Lande endlich vom Tisch sein. Sie ist schüchtern. Ich weiß nicht, ob sie in so einer Situation jetzt ein Fest oder ähnliches abhalten wird. Vermutlich eher nicht. Aber was sie tun sollte, wir können jetzt unsere Ratsmitglieder erstmal wieder auf Wege schicken. Und zwar unseren Kanzler. Den will ich jetzt mal Beziehungen hier in Albany verbessern lassen. Denn dort haben wir einen Herzog, der so ein bisschen, ja, es geht schon wieder. Er war zwischenzeitlich, er möchte, ist nämlich einer der Mächtigen im Reiche. Er möchte in den Rat und war uns nicht so wohlgesonnen. Aber im Moment geht's wieder, aber wir lassen ihn trotzdem dort. Das ist schon gut. So, und 3 Herzöge, die sind eingeknastet, was die Sache jetzt erstmal angenehm macht für Eileen, die weitere Herrschaft.
Die Reisen des Marco Polo. Der venezianische Händler Marco Polo ist endlich nach vielen Jahren des Reisens im fernen Osten mit seinem Vater und Onkel nach Europa zurückgekehrt. Ein Erfahrungsbericht darüber ist unter dem Titel Die Reisen des Marco Polo herausgegeben worden und beschreibt unter anderem die weit entfernten Länder Katay und Manji. Leser bekommen einen seltenen Einblick in die Welt außerhalb Europas. Doch gibt es auch welche, die die gesamte Aufzeichnung als Fälschung betrachten. Dennoch eine atemberaubende Geschichte. Ja, Nachrichten davon kommen offenbar selbst nach Schottland. So, was haben wir jetzt hier? Was ist nun passiert? Es gibt eine Verschwörung. Es geht ums Herzogtum Munster. Okay, und das ist natürlich unser Widersacher, der ja gewissermaßen jetzt im... Nicht gewissermaßen, der sitzt im Gefängnis. Und diese Gräfin Derber von Desmond, die möchte jetzt... Die möchte jetzt hier Herzog werden. Wie ist sie denn so drauf? Hinterlistig, religiös, eifernd, gierig, aber auch gerecht. Und wie ist unsere Meinung? Nicht so großartig, aber sie ist verheiratet mit einem Mörebe. Das ist ja ein Ding. Das ist eine reguläre Heirat. Das heißt, wenn sie Kinder bekommen, ich weiß gar nicht, warum sie noch keine haben hier mit 30, dann wären das Mörebes. Aber auch der Verwandte, der jetzt hier nachfolgt, ja, Duff. Warum ist das denn roh? Das ist kein Erbe ihrer Dynastie. Ja, ist hervorragend. Na, auf jeden Fall. Ich denke, als Familienmensch und dann noch mit dem Hintergrund dieses Herzogs, der diese Rebellion geführt hat, werden wir uns dieser Verschwörung anschließen. Wir akzeptieren das. Sehr schön. Soll sie das so tun? Sie hat unsere Unterstützung. Und es gibt einen neuen Herzog von Lancaster. Kantegan ist offenbar im Gefängnis gestorben. Seht ihr, die Sachen regeln sich alle von selbst. Henry von Lancaster, der zu den Großen gehört, keine gute Meinung von uns hat. Wir finden ihn aber ganz anständig. Seine Fähigkeiten sind durchschnittlich, aber er selbst ist überdurchschnittlich. Tja, er ist überall ein bisschen gut. Ist das möglicherweise... Tja, wollen wir ihn als Zeichen der Versöhnung in den Rat holen? Aber wir haben hier gar keinen... Beraterposten mehr sehe ich. Doch, Richard ist hier gerade Berater. Der Herzog von Man. Der ist keiner der wichtigen Herzöge, aber unsere... Ja, wir sind da sehr... Ich glaube, Eileen ist da sehr konservativ. Wenn sie erst einmal Vertrauen gefasst hat zu jemandem, dann schmeißt sie den nicht einfach aus dem Rat hinaus. Insofern wird sie ihn nicht als Berater hier haben wollen. Vielleicht sollten wir den Kanzler doch mal als nächstes dorthin schicken. Aber das geht erst im Oktober. Noch ist er woanders unterwegs. Wir können den englischen König als Verbündeten in diesen Krieg hier offenbar holen. Gegen Stefan. Der ist jetzt Anführer der Heiligen Römischen Revolte. Aber ich glaube, inzwischen ist es so, dass der Kaiser die Sache im Griff hat. Ich denke, die Kaiserin, die Tochter von Eileen, wird ihr signalisiert haben, dass sie erstmal, dass ihre Truppen, die Schotten, zu Hause bleiben können, denn der Kaiser braucht jetzt die Hilfe Schottlands nicht mehr. Die Sache scheint er selbst im Griff zu haben. So, was haben wir hier? Der nächste aus dem Gefängnis, Thomas, ist nun auch gestorben. Wir haben also einen neuen Herzog. Der Westhebriden, schauen wir uns, die sehen irgendwie alle gleich aus, kommt mir so vor. Herzog Somerled. Herzog Somerled, der ist uns deutlich wohlgesonnen, auch er schwul. War nicht sein Vater schon schwul? Nee, das war ein anderer, sein Vater war zölibatär. Alles klar, er ist schwul. Und seine Frau ist unsere Nichte, eine De Leon. Und er ist keusch, gemäßigt, gesellig. Die werden vermutlich nicht so viele Kinder haben. Insofern, nun gut, wir beobachten das weiter, aber es ist erfreulich, einer uns wohlgesonnener
Ein geselliger Typ ist da Herzog geworden. Sehr schön. So, Catriona MacDube möchte Henry de Tanningham töten. Na, das wird, glaube ich, automatisch. Und Henry hat hier gleich eine Fraktion gegründet. Das geht ja munter weiter. Wahlnachfolger in Schottland. Na gut, wir werden es beobachten. Und es gibt einen Kreuzzug. Oh mein Gott, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Papst Alexander III. Ist von Hilferufen der christlichen Bevölkerung überzeugt worden. Er ruft alle tauglichen Männer Europas auf, ihre Waffen gegen den bösartigen Kalif Jafdat zu erheben, um Jerusalem aus den Fängen der mohammedanischen Ungläubigen zu befreien. Gott wird den Pilgern dafür ihre Sünden erlassen. Liebe Freunde, ich glaube, das ist jetzt die ultimative letzte Mission von Königin Aileen. Ich glaube, hier ihre Erleuchtung, die uralte Weisheit, die sie mitbekommen hat und ihre Besessenheit, überhaupt, ja, ihre ganze Vergangenheit, das kumuliert jetzt in dieser Aufgabe, in diesem Kreuzzug. Wir werden uns ihm anschließen, das ist klar. Auf jeden Fall. Wir hoffen mal, dass noch mehr christliche Könige bereit sind, dies zu tun. Aber unsere Bereitschaft ist selbstverständlich. So, und das heißt, wir werden jetzt alle uns zur Verfügung stehenden Truppen ausheben, um dieses Unternehmen anzugehen. So, Papst Alexander freut sich darüber. Das ist erfreulich. Und ich denke, wir brauchen nicht viel Zeit zu verlieren. Ich hoffe, wie gesagt, bloß, dass auch noch andere dabei sind. Nicht, dass wir hier ganz allein diese wichtigen Schlachten schlagen. Ich befürchte, dass allerdings der Kaiser andere Sorgen hat und überhaupt auch an viele Reichsfürsten. Das könnte zu einem kleinen Problem werden an der Angelegenheit. Und Kastilien wiederum ist ja auch schon schwer beschäftigt. Das ist insofern ein ziemlich unglückliches, wie soll ich sagen, ein unglückliches Timing des Papstes, in dieser Situation diesen Kreuzzug auszurufen. Das war vermutlich nicht ganz so klug. Aber egal, wir werden das durchziehen. Wir werden unsere gesamten persönlichen Aufgebote und natürlich auch die unserer Vasallen. All diese werden wir ausheben und vielleicht mit zwei großen Armeen auf die Reise gehen. Ziehen wir erstmal hier zusammen. Ja, so viel kriegen wir gar nicht mehr zusammen. Sehe ich gerade. Das ist war auch schon mal beeindruckender. Sammeln wir uns mal hier. Ja, wo überhaupt? Vielleicht in Caithness. Da ist gerade keine Krankheit. Und die, wo bringen wir die noch hin? Die vielleicht auch hier oben. Und die nach Ormond. So. Gut. Dann wollen wir mal sehen, wie viele Schotten wir jetzt beieinander haben. Wer ist noch dabei? Ja, okay, der Herzog von Orkney ist dabei. Das ist nun einer unserer Vasallen, das ist klar. Herzog Skjalk, der Fette, ist dabei. Henry von Leinster ist dabei. Oh, und es gibt schon wieder eine weitere Fraktion. Naja, das ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich. Unser ganzes Heer weit im Ausland. Das nächste Kind hat noch keinen Fokus. Es ist wieder eins von Prinz Kenneth. Und wieder ein zurückgebliebenes. Philipp. Philipp. Ich denke, auch er wird sich... Tja, was... Dem glauben? Ich weiß es nicht recht. Der Sparsamkeit, der Pflicht, dem Kampf. Ich glaube hier eher dem Glauben auch. In diesen Zeiten, in diesen Kreuzzugszeiten ist das ein Signal. Könnte ich mir vorstellen. So. Aha, aus dem Gefängnis heraus nimmt der Herzog von Munster ebenfalls an diesem Kreuzzug teil.
Und jetzt schauen wir uns mal die Lage an. Es sind Gott sei Dank noch einige andere Herrscher. Leider nur, wenn ich das richtig sehe, ein König. Die Königin von Pommern. Na gut, das ist jetzt nicht unbedingt, sind nicht unbedingt die mächtigsten Europas, die dort mitmachen. Wir werden sehen, inwieweit das mit Erfolg gekrönt ist, diese ganze Sache. Und vielleicht gelingt es ja dem Kaiser mal endlich hier seine Rebellion niederzuschlagen, dass er sich mal wieder um diese wichtigen Dinge kümmern kann. Währenddessen Kastilien wiederum schwer in Bedrängnis ist. Und hier gegen einen Dschihad sich verteidigen muss. Gut, also es geht weiter mit einem Kreuzzug, liebe Freunde. Seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Steinbein.